Hallo Internet, hallo Goff-Fans, es ist wieder Zeit für Casual Kitchen diese Woche und diesmal habe ich ein kleines italienisches, schnelles Rezept wieder vor. Pasta machen ja viele gerne, ist glaube ich eines der Lieblingsgerichte der Deutschen und da gibt es so viele leckere Varianten und ich habe diese Woche hier vom Italiener mitgenommen gehabt, ein Stück, ich glaube es nennt sich Salsiccia, bitte korrigiert mich, wenn ich irre, das ist letztlich eine scharfe, also etwas scharfe italienische Salami und die muss ich verkochen, die hält nicht so lange und deswegen habe ich gedacht, ich mache ein schnelles kleines Pasta-Gericht eben da draus, ein paar Linguine, die habe ich hier schon liegen, ein paar Pilze, Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, dann habe ich Kapern, die werde ich mit reinmachen, eben die Salsiccia, vielleicht ein bisschen Chili, je nachdem wie die Schärfe aussieht, wahrscheinlich mache ich eine Chilischote mit rein und Salz, Pfeffer, ein paar Gewürze, ein bisschen Basilikum vor Fenster, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Das Nette ist, im Prinzip kann man diese Soßen mit Tomaten, Zwiebeln, ein paar Gewürzen beliebig variieren, da kann man reinmachen, was man möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das wiederum ein Originalrezept ist, das ist was ich halt so für mich zusammen improvisiere im italienischen Spirit sozusagen. Ja, fangen wir an. Wasser ist aufgesetzt, das angeschaltet ist es auch, ja, so, ich schneide jetzt zuallererst die Zwiebeln und den Knoblauch und schneide die Champignons klein, weil die Soße müssen wir jetzt gleich fertig machen. Das darf natürlich nicht fehlen, oder? So. Relativ einfacher Trick, die Knoblauch einfach so ein bisschen anzupressen. Die man sowieso klein schneidet, spielt keine Rolle. Und die feste Schale lässt sich damit dann ganz einfach lösen. So. Muss man nichts schneiden, kein Messer, nichts abschneiden. Das wird einfach nur abgeschält. Jetzt die Pfanne aus. Ja, die ist schon heiß. So, erhöhen die Pfanne und erst die Zwiebel. Wasser kocht. Und die Salsiccia schneide ich jetzt einfach in Scheiben und dann in Würfel. Und gebe sie mit dazu. Jetzt natürlich wie immer kräftig Salz. Ja. Und jetzt kommt die Nudeln. So, das soll nicht reichen. Champignons schneide ich jetzt einfach in Scheiben. Dann muss ich
dazu. Ganz wichtig bei den Champignons ist, wenn sie nicht schon gesäubert sind, nicht unter fließendem Wasser säubern. Champignons sind quasi wie Schwämme, die saugen einfach nur das Wasser auf und schmecken dann wie Wasserleiche. Dann einfach mit einer feuchten Bürste vorsichtig abbürsten, aber ganz wichtig eben nicht, dass sie mit zu viel Wasser in Kontakt kommen. Also nicht unter fließendem Wasser abwaschen oder noch schlimmer im Wasser, im Waschbecken spülen. Jetzt nehmen wir die Kapern. Bei Kapern ist es so, je kleiner sie sind, je feiner sie sind, desto höher ist die Qualität. Das heißt, die großen, kräftigen, dicken Kapern, ich finde, die schmecken auch nicht so gut, sind die niedrige Qualität. Und die ganz feinen, kleinen, wenn man natürlich viel mehr davon braucht, oder weil die anders geerntet werden und so weiter, sind die hochwertigeren. Einfach die Flüssigkeit ab. Wenn man möchte, könnte man sie jetzt noch ein bisschen klein hacken. Braucht man in dem Fall aber nicht, dann einfach rein damit. So, jetzt noch eine Chili. Wer es nicht so scharf möchte, könnte bei der Chili-Schote jetzt auch die Kerne rausmachen, aber ich mag es relativ scharf oder sie ganz weglassen. Die Salsiccia hat ja eine gewisse Schärfe, aber wer es so wie ich scharf mag, rein damit. So, nochmal schnell noch die Finger. Mal auf, Nudeln. Ne, die brauchen ein bisschen. So, jetzt würzen wir erst ein bisschen mit Oregano. Ja. Mit Salz muss man aufpassen, die Salsiccia hat ja auch relativ Salz und deswegen erst hinterher salzen. Oh, und jetzt geben wir die Tomaten dazu. So. Bisschen Wasser. Nur einen kleinen Schuss. Durchmischen. So, jetzt probieren wir mal. Das sollte jetzt, bis die Nudeln fertig sind, so ein bisschen vor sich hin köcheln. Bisschen Salz geben wir jetzt dazu. Könnt ihr auch ein bisschen Gemüsebrühe dazu geben, wenn man möchte. Gibt ein bisschen Geschmack. Schauen wir nach den Nudeln. Ja, sieht schon gut aus. So, die Nudeln sind jetzt fast fertig und die Menge an Soße ist natürlich viel zu viel. Das macht aber überhaupt nichts, weil so eine Soße, die kann man einmal kochen, gerade für eine Person, oder man kann sie auch für noch für mehr Personen einfach mehr kochen und füllt einfach einen Teil davon ab und friert sie ein. Dann hat man fürs nächste Mal, wenn es mal schnell gehen muss und man gerade oder keine Lust hat zu kochen, großartig, dann braucht man nur schnell ein paar Nudeln in den Topf schmeißen, die Soße kurz in den Topf einmal aufwärmen und man hat es fertig. Und die Soßen schmecken meistens auch viel, viel besser, wenn man es einfach nochmal aufgewärmt hat, nochmal ein bisschen stehen hat, ein bisschen ziehen lassen hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir füllen einen Teil von der Soße ab, dann kippen wir die Nudeln ab und geben die hier nochmal kurz in die Pfanne zum Rest der Soße.
Hör mit. Einmal kurz durchschwenken. Jetzt gehen wir noch kurz ans Küchenfenster und holen ein bisschen Basilikum. Noch ein bisschen klein schneiden, hier so zusammenrollen, klein schneiden, kleine Streifen. Parmesan. Einfach drüber reiben. So. Und zum Schluss ein bisschen Basilikum. Und schon sind wir fertig. Wie immer, alle Rezepte, alle Informationen, alles was wichtig ist, gibt es auf www.casualkitchen.de. Da könnt ihr mich auch kontaktieren, Twitter, Facebook, E-Mail-Adresse, rezepte@casualkitchen.de. Twitter ist @casual_kitchen, Facebook facebook.com/casualkitchen, ein Wort. Da findet ihr alle Informationen, da könnt ihr diskutieren und da könnt ihr vor allem auch Vorschläge schicken. Wie immer, viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß beim Essen und bis nächste Woche. Tschüss!